fuse of blood. Just don't like the fuse of a secret war. Decades in the making. My fellow Americans, a nuclear conflict would well be mankind's last. We want to make this a more peaceful world. 5 days ago, we acquired intel. Soviet agent Perseus is in play. If he's active, something big is gonna happen. Something that could shift the balance of the Cold War. Let's go find this shithead. Is the threat real? Yes, sir, we believe it is. Give Mr. Adler whatever he wants. I know you won't fail us. Pre-order a digital copy and get early access to the open beta and instant access to the Woods Operator Pack in Modern Warfare, including Warzone. Weiß, es war eine lange, 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 lange Zeit, dass ihr mich das letzte Mal hier in einem Video gesehen habt. Ich habe euch ja damals gesagt, ich werde Vater. Dazu kam einfach das neue COD, Modern Warfare, was meiner Meinung nach einfach das schlechteste der letzten 5 Jahre oder so ist. Also selbst World War II, was ich vielleicht 3-4 Tage insgesamt gespielt habe, fand ich besser. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt wieder da. Die letzten Tage haben ganz, ganz viele Leute über Twitter, Instagram, über das PlayStation Network geschrieben, ob ich nicht wieder Interesse habe, jetzt wo das neue COD vor der Tür steht. Es ist ein Treyarch-COD. Treyarch ist einfach für mich der beste Spieleentwickler, den wir in der Call-of-Duty-Szene haben. Infinity Ward hat es dieses Jahr meiner Meinung nach einfach voll verrissen. Sledgehammer mit WW2 war auch nicht wirklich dolle. Und dazu kommt, dass das neue COD ja eigentlich von Sledgehammer kommen sollte. Das ist aber alles irgendwie drunter und drüber gegangen. Sledgehammer, die ganzen Devs davon und Entwickler haben sich nicht mit Raven Software verstanden. Und dieses ganze Spiel war in einem chaotischen Zustand. Activision hat gesagt, jetzt reicht es, Leute, wie in so einem Kindergarten. Und haben dann Treyarch ins Boot geholt. Und ganz viel Chaos auf jeden Fall. Aber das neue COD steht vor der Tür. Und den Trailer, jetzt gerade habt ihr ihn gesehen. Ihr werdet ihn im Warzone-Event mit Sicherheit gesehen haben. Was sehr, sehr cool war, wenn ihr mich fragt. Da hat man sich wirklich viel, viel von Fortnite abgeguckt. Die machen das ja in den Ingames-Events schon seit längerer Zeit so. Und es bockt auch, sowas mitzumachen, weil es eine andere Art ist, einen Teaser, einen Trailer zu präsentieren, als ihn einfach online zu stellen und zu sagen, hier geht's los. Dieser ganze Easter Egg-Hunt, der davor war, den fand ich ehrlich gesagt ein bisschen kompliziert, weil ich so gut wie nie Zombies gespielt habe. Das heißt, ich habe auch von der Zombie-Community relativ wenig Ahnung, habe aber durchaus mitbekommen, dass viele die Zombies seit Jahren lieben, egal ob bei Infinity Ward, bei Treyarch oder wo auch immer Zombies bisher irgendwie zu finden waren, dass denen das wirklich gefallen hat. Von daher, coole Hand eigentlich, mir war es ein bisschen zu kompliziert, aber es waren ja einige große YouTuber unterwegs mit der gesamten Fanbase und haben diese Rätsel gelöst und insgesamt wirklich hat es so Spaß gemacht zuzuschauen und wir haben natürlich als, ich sag mal, Belohnung am Ende jetzt den ersten richtigen Trailer zum neuen COD bekommen. Dazu gab es jetzt auch ein paar Infos, die neueste Info kommt von heute und zwar, wann kommt die Beta eigentlich? Die Beta kann man, oder man hat die Info bekommen, wenn man auf der saudi-arabischen Activision Online-Seite war und dort versucht hat, das neue COD vorzubestellen. Dann konnte man draufklicken mit Englischübersetzung und hat dann unten die Info bekommen. Wenn man jetzt das neue COD vorbestellt, kann man in der Pre-Access-Beta spielen und zwar ab dem 8. November. Das heißt, 8. Oktober, entschuldigt.
Das heißt, jetzt dürft ihr euch schon mal vormerken, 8. Oktober, ich blende das hier auch einmal ein. Ab dem 8. Oktober können wir, wenn wir COD per digitaler Version vorbestellen, in den drei Varianten, die erkläre ich euch gleich, die es gibt, könnt ihr es ab dem Zeitpunkt schon spielen. PlayStation ist mal wieder schneller dran, beziehungsweise hat immer noch diesen komischen Exclusive-Deal, obwohl ich dachte, dass der eigentlich aufgehoben wäre. Das heißt, alle mit Xbox, PC können leider erst deutlich später in die Beta reinrutschen. Mein Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Beta einfach 4 Wochen vor Release ist, weil das Game wird released am 13. November. Wir kriegen die Beta am 8. Oktober und der Multiplayer-Reveal ist jetzt am 9. September. Das heißt, ganz viele Daten, die man sich merken sollte. Ich denke mal, der Reveal wird sein, dass man da ein bisschen über die verschiedenen Karten spricht, dass man einen Trailer von Ingame sieht mit einem Loadout vielleicht, dass man ein paar Infos bekommt. Skill-based Matchmaking wird nicht groß angesprochen, ist aber schon bestätigt worden. Das ist meiner Meinung nach der mögliche Tod für ein COD. Man hat es in Modern Warfare gesehen. Competitive spielen ist alles schön und gut, dann sollte es aber auch einfach eine Ranked-Playlist geben und dann ist das Thema gut und alle sind glücklich. Wie dem auch sei, merkt euch diese Daten vor. Ihr kriegt es aber nur den Zugang, wenn ihr digital vorbestellt. Das heißt, wenn ihr in den GameStop geht oder sonst wo zu diesen Verbrecherläden, könnt ihr das Spiel zwar vorbestellen als Harddisk-Version sozusagen, ihr kriegt aber keinen frühen Zugriff und keine Beta-Codes. Ihr könnt online das Spiel für die PS4 vorbestellen, das sind dann 69,99 aktuell. Ihr könnt es als Cross-Scan-Bundle kaufen, das heißt, ihr kriegt es für die PS4 und für 74,99 insgesamt, das heißt 5 Euro mehr sozusagen, habt ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr euch im Dezember die PlayStation 5 kauft, dass ihr dann sozusagen das neue COD upgradet für die PS5. Ihr könnt auch das PS4-COD-Spiel auf der PS5 spielen, aber mit nicht den Funktionen, die ihr für Spiel für die PS5 habt. Was genau das alles sein wird, weiß ich noch nicht. Es wird aber mit Sicherheit grafisch ein Unterschied sein. Und wenn ihr euch daran erinnert, das gab es damals, glaube ich, bei COD Ghost, als es noch für die PS3 kam und dann direkt danach für die PS4. Und das für die PS4 zum Beispiel war schrecklich. Also es war absolut schrecklich. Beziehungsweise auf der PS4 das Spiel, was eigentlich für die PS3 war. Also ich würde euch dazu raten, auch wenn ich schon wieder etwas verarsche von Activision finde, kauft dieses Cross-Scan-Bundle für 74, dann habt ihr jetzt 5 Euro mehr ausgegeben, aber, also digital auf jeden Fall, über den PSN-Store zum Beispiel, ihr habt aber den Zugriff auf die frühe Beta und ihr könnt später, wenn ihr die PS5 dann im Zende kauft, was ja viele machen werden in der Erstversion, auch wenn es da manchmal Probleme gibt, dann könnt ihr im Prinzip direkt upgraden. Es gibt dann, glaube ich, noch für 90 oder 100 Euro, ich bin nicht 100% sicher, die Ultimate Edition. Da gibt es dann den Battle Pass, der später wieder dazukommt, gratis mit dazu. In Anführungsstrichen gratis, ihr zahlt ja schon in den Preis dafür. Das PS4-Modell der COD, das PS5-Modell von COD. Ihr kriegt dann, wie in den anderen Bundles, Frank Woods für Warzone. Ihr bekommt, glaube ich, noch eine Blueprint-Variante und ein paar COD-Points. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, welche Variante ihr wollt. Aber nur digital kaufen. Alles andere kann ich euch nur abraten. Und wir haben jetzt ja die letzten Tage, so die letzten 3-4 Tage, seitdem auch dieses Reveal-Event war, immer mal mehr Infos seitens Treyarch über Twitter und über Instagram und Charlie Intel bekommen über die Kampagne. Das heißt, die Kampagne, da scheint man ja sehr, sehr viel Wert drauf gelegt zu haben, dass man da ein paar neue Wege geht, ein bisschen innovativer ist als vorher. Ihr habt ab jetzt in der Kampagne zum Beispiel die Möglichkeit, einen Charakter ganz am Anfang selber zu erstellen, mit dem ihr dann auch spielt. Das heißt, ihr spielt nicht mit Hudson, Mason, Woods oder sonst wem, sondern mit eurem eigenen erstellten Charakter. Und dieser eigene erstellte Charakter kann auch im Laufe dieser Kampagne dann verschiedene Entscheidungen treffen, die den Ausgang der Kampagne entscheidend beeinflussen. Das heißt, ihr habt an gewissen Wegpunkten die Möglichkeit zu sagen, ich gehe nach links, ich gehe nach rechts. Es ist nicht mehr dieses straightforward in der COD-Kampagne, die meisten kennen das. Ihr kriegt einen Auftrag, den müsst ihr erfüllen und auf dem Weg zu diesem Auftrag ballert ihr alles nieder, was irgendwie kommt. Finde ich ganz cool, ist jetzt nicht unbedingt eine Riesenneuigkeit, aber in der COD-Branche ist es neu. Und deshalb bin ich da sehr gespannt drauf. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr froh. Ich spiele zwischendurch ein bisschen Warzone. Warzone ist ganz cool, ist ja auch der Battle Royale fürs nächste COD. Auch sehr gespannt zu sehen, wie es nachher funktioniert. Das heißt, mit den Kalten Kriegwaffen dann in Warzone im Gegensatz zu den modernen Waffen in Warzone. Jetzt gibt es irgendwie Gerüchte, dass es so eine Art
Blackout Reloaded dazu geben soll. Da gab es von Gaming Revolution, das ist so ein Heini, der da angeblich irgendeine Quelle hat bei Activision oder bei Treyarch. Und der hat Screenshots und Images davon geschickt, woraus man deuten kann, dass Blackout jetzt tatsächlich doch ein größerer Teil vom neuen COD sein soll, aber eben nicht Warzone, ich sag mal, in die Ecke drängen soll, sondern es soll irgendwie nebeneinander funktionieren. Ich weiß noch nicht ganz, was man damit anfangen soll. Es waren bisher nur zwei Screenshots. Ich würde auch nicht zu viel spekulieren, weil ich es aktuell einfach nicht weiß. Sollte ich da demnächst ein bisschen mehr drüber herausfinden, werde ich euch das mit Sicherheit auf jeden Fall sagen. Das heißt, wir haben über die Kampagne ein paar Infos. Der Multiplayer-Reveal wird so in anderthalb Wochen ungefähr sein. Dann kriegen wir auch über den Multiplayer neue Infos. Auf was das Ganze jetzt am Ende hinausläuft, wie es jetzt wirklich aussieht, werden wir mit den nächsten Tagen erst rausfinden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass wir dieses COD jetzt bald hinter uns haben, denn, wie gesagt, Modern Warfare, absolut grausam. Infinity Ward, was sie dieses Jahr gemacht haben, ist derartig schlecht gewesen, ist unglaublich. Und das ist nicht nur Skill-Based Matchmaking oder eine Minimap, die einfach völlig beschissen ist, oder so Dinge, die für mich elementar sind, wie einfach Totenstille im Game haben, gerade wenn man sich viel bewegen möchte. Maps, die so viele Ebenen haben, dass man von überall abgeschossen wird. Jetzt haben sie 3 Tage vor den CDL Champ Finals mit Scampi unter anderem bei Chicago Huntsman einfach die MP5 geändert, was ja die Metagun ist in Competitive, in CDL. Dann haben sie da noch das Visier jetzt geändert, 3 Tage vor den Finals, wo es um 1,5 Millionen Dollar geht. Also das ganze Jahr über haben wir Updates bekommen, wo man nur durch Leute wie Exclusive Ace oder Drifter am Ende rausgefunden hat, was in den Updates eigentlich an den Waffen geändert wurde. Denn das, was Infinity Ward dazu geschrieben hat, war entweder falsch oder es fehlte irgendwas. Also es hat alles keinen Sinn gemacht, hat mich alles geärgert. Aber nichtsdestotrotz, Leute, ich hoffe, euch haben die Infos heute erstmal gefallen. Ich bin wieder da. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich bin raus. Haut rein.